Ja, herzlich willkommen heute wieder auf dem Radioactive Server. Da mal wieder häufiger die Frage aufkam, auch im Chat, ich habe Probleme mit einem Elefanten, wie tame ich den, was brauche ich dafür, der tötet mich die ganze Zeit, gibt es heute ein Video dazu, wie mache ich das? Ich habe jetzt hier schon einen Elefanten vorbereitet, ist jetzt kein hoher oder so, ist halt ein ganz normaler Elefant, aber ihr werdet sehen, wie man als einfacher Anfänger so einen Elefanten halt auch tamen kann. Was benötigen wir? Also ihr braucht ein paar Bolas, paar Pfeil und Bogen, Pfeile, am besten eine Plattenrüstung, so ein paar von diesen Holzschildern, in denen ich den eingebaut habe. Und Weizen, geht natürlich auch jedes andere Gemüse oder Beeren, dauert dann halt nur halt wesentlich länger, da Weizen das präferierte Food, von diesem Tier ist. Gehen wir kurz zu Fähigkeiten. Ihr benötigt hier wieder die Zähmstufe Stufe 3. Ja, ist halt ein Tier 3-Tier, der Elefant. Solltet definitiv Schleichen Stufe 3 geskillt haben, weil er uns euch sonst die ganze Zeit wegboxen wird. Oder sehr wahrscheinlich wegboxen wird. Und als Quest-Skill hier den Sperm Whale Killer, damit ihr nochmal 30% Effektivität bekommt. So, was machen wir also? Wir fangen jetzt einfach an, diesen Elefanten low zu schießen. Ihr seht es, in diesen Schildern kann er nicht wirklich was tun. So habt ihr es halt relativ einfach, müsst keine komplette Falle bauen, vier Schilder, den Fix reingebaut und habt es dann sehr einfach, sehr schnell quasi gemacht. Elefanten sind halt ja, der Holzfarmer schlechthin bei uns auf dem Server und ist daher ein unabdingbares Tier. Ihr seht schon, er dreht sich manchmal. Die beste Stelle für einen Elefanten ist hier an der Kniekehle. Ich gehe dann immer ein Stück zurück, weil er trotzdem manchmal dann boxt, auch wenn ihr einfach nur still steht, was dann halt ziemlich ätzend sein kann. Merkt euch dann die 14 Sekunden, geht wieder ran, füttert ihn. Bei einem, sag ich mal, Stufe 30 Elefanten könnt ihr davon ausgehen, dass ihr so 8, 7, 8% mit einem Weizen kriegt. Das ist jetzt hier halt, nur um es zu zeigen, sehr, sehr effektiv, weil der halt so niedrig im Level ist, ne? Merkt euch dann am besten einfach oben die Zeit mit dem Weizen. Ihr seht, 14 Sekunden braucht man immer. Guckt ihr oben auf die Zeit, geht einen Schritt zurück. Damit minimiert ihr halt das Risiko, dass er euch die ganze Zeit wegboxt. Ich habe zusätzlich noch ein bisschen in HP geskillt. Man kann dann noch, wenn man nicht so viel HP hat, noch einen Affen mitnehmen, falls man mal gehittet wird, dass man ein bisschen schneller HP regeneriert. Oder halt ein Medipack. Ist aber nicht unbedingt nötig. Ihr seht es ja hier, dass es halt auch so geht. Solltet auch hier wieder gucken, dass ihr halt diesen ganzen aggressiven Mister von euch quasi vorher besiegt, weil er halt sonst euch auch den Elefanten da angreift, wenn ihr ihn in der Bohle habt und ihr wollt ihn ja nicht verlieren, ne? So, schmeißt das Viech wieder in die Bohle. Wartet kurz, in den meisten Fällen dreht er sich, haut ihm noch einen Weizen rein und dann habt ihr das Tier auch. Wie gesagt, das ist der beste Holzfarmer, ist für jeden Spieler quasi unabdingbar. Hoffe, ich konnte euch zeigen, wie das funktioniert, was ihr machen müsst. Und wünsche euch noch einen schönen Tag auf dem Radioactive Server. Bis dann, ciao, ciao.